Ich war früher besessen von der Idee, dass alles immer perfekt sein muss. Es kam sogar so weit, dass ich jede Klausur bis zur 11. Klasse doppelt geschrieben habe. Ihr wisst doch, wenn man eine Klausur schreibt oder so einen Test, dann kriegt man erstmal so ein Reinschriftblatt und so ein Schmierblatt einfach zum Schmieren, wisst ihr, was ich meine? Ich habe die ganze Klausur immer auf dem Schmierblatt erstmal aufgeschrieben. Jungs, es hört sich nicht nur dumm an, es ist wirklich dumm. Die ganze Klausur erstmal auf dem Schmierblatt aufgeschrieben, damit ich dann in der letzten halben Stunde alles copy-pasten kann auf mein Reihenschriftblatt, damit das ohne durchgestrichene, wisst ihr, damit das nicht so dreckig aussieht, damit ich nichts wegradiert habe, damit das einfach so ästhetisch aussieht. Wisst ihr, meine Jungs, es macht keinen Sinn. Ich hatte also so gesehen genauso viel Zeit wie die anderen, aber ich habe halb so viel geschafft, weil ich erstmal nochmal alles abschreiben musste. Es ist dumm, chalas. Ja, ich habe verstanden, okay. Ich habe die Scheiße dann durchgezogen bis zur 11. Klasse. Bis zu der Deutschklausur. Und ihr müsst euch vorstellen, Jungs, das ist peinlich, ich schwöre, es ist peinlich. Ich saß so, da, 5 Schmierblätter habe ich geholt. Die Deutschlehrerin, richtig stolz. Boah, warum hat er so viele Schmierblätter? Da. Sie weiß gar nicht, dass ich die ganze Klausur aufgeschrieben habe. Da. Auf einmal die Lehrerin schreit so, ey, noch 10 Minuten. Ich guck, scheiße, 5 Seiten abschreiben. 5 Schmierblattseiten, okay? Die haben nicht mal liniert, wisst ihr? Also, ich habe behindert klein geschrieben, 5 Seiten. Auf einmal, sie sagt so, ja, noch 10 Minuten. Ich fange an zu schreiben. Ich merke, scheiße, ich schaff's nicht. Sie sagt noch 5 Minuten. Ich gehe nach vorne, richtig peinlich. Ich sag der Lehrerin, ey, ich schaff das nicht. Ich hab noch 4 Seiten, die ich abschreiben muss. Und ich hab ihr halt erklärt, dies, das. Vor allem, sie sagt, ja, richtig so. Du bleibst noch 3 Stunden bei mir. Also du bleibst noch hier, okay? Ich meinte, ja, okay. Ich meine, Bruder, das hätte ich sagen sollen, ja. Auf einmal, alle gehen. Gucken richtig komisch, hey, warum schreibt er noch und so. Auf einmal die Lehrerin steht so hinter mir. So, jedes einzelne Wort, was ich aufgeschrieben habe, hat sie kontrolliert. Weil es wäre ja unfair gegenüber den anderen, weil ich hätte theoretisch gesehen so noch Sachen verändern können mit Kommas und Rechtschreibung und so weiter und so fort. Ich habe dann so, boah, so schnell geschrieben, wie es nur geht. Ich schwöre, meine Hände waren am Verkrampfen, Digga. Und du musst dir vorstellen, auf einmal sagt sie so nach 5 Minuten, ey, ich habe jetzt mäßig keinen Bock. Unterschreib mal bitte auf dem Spielblatt. Ich habe mit meinem Bleistift aufgeschrieben, auch ganz wichtig. Sie hätte, wenn sie nicht nett wäre, hätte sie einfach sagen können, Bruder, du kriegst einen 6 und fertig ist. Auf einmal sagt sie so, ja, unterschreib mal bitte, dass ich dein Spielblatt benoten darf. Ich gucke sie so an. Ich sag okay. Auf einmal, ich gehe raus. Ey, Jungs, ich sehe meine Freunde. Ich habe einfach nach Hause durchgezogen. Ich war so sauer, ich war so enttäuscht von mir selbst. Ich wusste, ich muss diese Perfektion, dieses Perfektionismus, was so in mir war, ich muss diese vorbeugen, weil so ging, Bruder, das ist peinlich gewesen und die Scheiße kann man im Abi nicht so durchziehen, wisst ihr, stellt euch mal vor, ich hätte das im Abi durchgezogen, ich würde jetzt nicht hier stehen, offiziell. Als ich dann zu Hause war, habe ich mir natürlich ein paar Gedanken dazu gemacht, ich habe ein paar Wege gefunden, dieser Perfektionismus vorzubeugen und diese Wege möchte ich mit euch teilen, aber bevor ich die nenne, muss ich erstmal ein paar Sachen klarstellen. Viele Leute beneiden solche Leute. Viele Leute selber, also Perfektionisten selber, denken, das wäre eine Stärke. Weil, boah, ich ziehe durch, Durchhaltevermögen, ich bleibe an einem Video 2 Tage, nur damit es perfekt wird zu 100%. Aber sag ich komplett ehrlich, es ist keine Stärke. Es ist alles außer eine Stärke. Es ist eine Schwäche. Denn die Person hat einfach Schiss. Ich sag euch komplett ehrlich, ich hatte Schiss, dass mein Bild, ich habe versucht, weil ich nicht der Beste in Deutsch war, habe ich versucht, dass mein Bild von außen einfach gut aussah. Wisst ihr, was ich meine? Ich hatte Schiss, Digga. Ich hatte Schiss, eine schlechte Note zu bekommen. Und jeder da draußen, der ein Perfektionist ist und damit flext damit, dass er Schiss hat vor irgendetwas. Es ist einfach so. Also kommt mir nicht mit, Perfektionist, ich bin, Digga, nur weil ich Sachen zu 100% durchziehe und zu 100% fährt. Nein, Bruder, das ist Schiss. Sind wir mal komplett ehrlich. Das ist Schiss vor irgendeiner Meinung oder vor dir selbst, dass du nicht zufrieden wirst mit dem. Okay, Jungs, ein bisschen ausatmen. Jetzt, wo ich ein bisschen mein Wut rausgelassen habe, nenne ich euch natürlich die Wege. Und die erste Sache, die mir eingefallen ist, war oder nenne ich bis heute noch die 70%-Regel. Früher war das so, dass ich in allem 100% reingesteckt habe. Wisst ihr, was ich meine? Also auch das mit der Reinschrift, mit dem Schmierblatt, alles 100% reingegeben. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe mir gedacht, Digga, diese 100% werde ich nicht schaffen. Also entweder ich mache die 100% und verkacke dann mein Abi, oder du suchst dir eine neue Prozentzahl und verkackst dein Abi nicht. Und deshalb habe ich mich auf die 70% entschieden. Und ich nenne diese Regel jetzt die 70%-Regel. Das heißt, wenn ich mit dem Ergebnis zu 70% zufrieden bin, dann chalas. Stift weg und fertig, gebe ich ab. Wisst ihr, was ich meine? Und diese Regel, das ist das Krasse, habe ich jetzt nicht nur im Schriftlichen, sondern auch im Mündlichen. Also wenn der Lehrer mich zum Beispiel gefragt hat, oder mich nicht, also allgemein gefragt hat, ey, was 2 plus 2?
und ich war mir zu 70% sicher, dass das Ergebnis 4 ist, dann habe ich mich gemeldet. Auch wenn es falsch war. Also es ist richtig, aber auch wenn es falsch wäre. Wisst ihr, was ich meine? Lieber gemeldet und, naja, mündliche Note, Job Güzel, wisst ihr, was ich meine? Als nicht gemeldet und später dann heulen, ey, ich hätte die Antwort gewusst, ich hätte mich melden müssen, bla bla bla. Ihr kennt die Stories, ihr wisst genau, was ich meine. Also 70%-Regel. Warum 70%? Fragt nicht. Ich finde die Zahl einfach, wisst ihr, 80% ist immer noch zu gut und 70% ist okay. Wisst ihr, was ich meine? 70% ist okay. Und die zweite Regel ist, du setzt dir oder du musst die Prioritäten setzen. Früher war es meine Priorität, einfach alles zu 100% zu machen. Alles, Einleitung, Hauptteil, Schluss, alles. Aber du musst dir vorstellen, als ich die Einleitung erst fertig gemacht habe, gab es Leute, die waren schon fertig mit dem Hauptteil. Deshalb wusste ich, ich muss Prioritäten setzen. Und ganz einfach, Prioritäten setzen heißt einfach nur, du setzt dir ein Zeitlimit zum Beispiel für die Einleitung, 10 Minuten, und dann ziehst du mit dem Hauptteil durch. Weil der Hauptteil zählt halt am meisten und da sollte eigentlich auch die Priorität liegen. Wisst ihr, was ich meine? Priorität liegen. Jetzt, wo du deine Prioritäten gesetzt hast, musst du die Message über die Perfektion packen. Jeder Kanake da draußen, ich eingeschlossen, muss ehrlich gestehen, dass wenn ich eine Deutschklassenarbeit schreibe, Englischklassenarbeit, irgendwas, sowas in der Art schreibe, dann versuche ich immer, damit zu flexen, was ich weiß. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich zum Beispiel sage, wenn ich anfange, irgendwelche Synonyme zu benutzen oder Sätze extra länger zu machen, irgendwelche, so einen Satz mit 1000 Nebensätzen, nur damit ich zeige, ey Bro, ich kann Nebensatz, ich kann Relativsatz, ich kann das vom Satz. Wisst ihr, was ich meine? Und das Ding ist, meine Deutschlehrerin selbst meinte, ey Jungs, ich verstehe, ich kann Deutsch, ja, aber mich juckt nicht, ob ihr 30 Nebensätze macht oder ob ihr einen Satz macht, der aber wirklich plausibel ist. Wisst ihr, was ich meine? So, mach einen Satz und nerv mich nicht. Wieso diese ganzen 5 Seiten? Wisst ihr, was ich meine? Hör doch einfach auf, schreib einfach dein ich habe Hunger, statt mein Bauch knurrt und meine Augen okay, ich habe nicht, dass deine Augen nur was mit Hunger zu tun haben, aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen wusste ich, dass ich die Message über die Perfektion packen musste. Und ich habe dann, ungelogen, jeder, der mit mir in Englisch war, wusste, dass ich immer eine 3 geschrieben habe. In jeder Klausur. Es war irgendwie schon peinlich, Digga. Irgendwie eine 3, größter Durchschnitt. Und ihr müsst euch vorstellen, nach der Deutschklausur kam dann die Englischklausur. Und ich habe mich dann an diese Regeln gehalten. Und die nächste Klausur war eine 2+. Eine 2+. Warum? Weil ich meine Sätze kürzer gehalten habe und ich die Message über die Perfektion gepackt habe. Und vertraut mir, 12 Punkte, das ist es, Bruder. Ich war zu 70% sicher, dass es das ist, was ich haben möchte. Und ich habe meinen Stift einfach hingeschmissen und dachte mir, Bruder, fertig, juckt mich nicht mehr. Natürlich guckt man noch am Ende hin, ob irgendwas falsch ist. Irgendwie korrigieren ist das. Aber auf jeden Fall die 70% behalten. Wenn du dasselbe Problem hast, würde ich dir empfehlen, irgendwie zu versuchen, diese Regeln irgendwie in deinen Alltag zu etablieren. Wisst ihr, was ich meine? Es wird natürlich Zeit brauchen, meine Damen und Herren. Aber Zeit, die du in dich selbst investierst, ist keine verschwendete Zeit.